Ja, liebe Freunde, mein allererster abendfüllender Zeichentrickfilm kam 1937 in die Kinos. Ein junges Mädchen, weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz, wurde von einem Förster in einen dunklen Wald gebracht, da ihre Stiefmutter ihre Schönheit nicht ertragen konnte. Ja, dann kam halt der Prinz und der hat sie geküsst und alle waren glücklich und zufrieden, aber die Geschichte geht noch weiter. Denn bisher war es die kindertaugliche Version. Wir haben jetzt die Version für den Erwachsenenteil. Der Spaß für den Erwachsenenteil der Familie. Das wahre Happy End von Schneewittchen. Leute, was ist denn mit unserem Schneewittchen los? Die ist doch schon wieder total breit. Ich hab doch gleich gesagt, wir müssen den Fusel aus dem Erzgebirge besser verstecken. Moment, Moment. Jungs, eine schlechte Nachricht. Ich glaube, Schneewittchen ist tot. Zeig mal kurz leise. Ich glaube, da kommt einer. Gellert! Alter, mein Ost biegt mir. War das gezeichnet? Schneewittchen! Schneewittchen! Lass dein Haar herunter. Das heißt Rapunzel. Schneewittchen, Schneewittchen, lass dein Rapunzel herunter. Also wenn du willst, dass noch was passiert, da musst du schon die Alte mal ein bisschen abknutschen, ne? Sonst geht ja gar nicht. Du bist die liebevollste und schöne Frau, die ich je gesehen habe. Möchtest du mich heiraten? Ach, komm, du willst mich doch nur fremdlich. Intelligentes Jahr. Na gut, lass mich mal überlegen. Ja, stattlich, tolles, glänzendes Haar und deine gefüllte Geldbörse. Ich glaube, ich sag ja. Leute! Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Ja, wir feiern einen richtig geilen Junggesellenabschied! Ja. Ich hab gar nichts getrunken. Alter, du warst so voll. Du hast gestern den Duschkopf in den Arm genommen und hast gesagt, er soll aufhören zu weinen. Ja, aber ey, da musst du dich gerade aufregen. Du bist gestern 3 Stunden um die Litfaßsäule gerannt. Immer die Hände
verbrannt und hast geschrien, Hilfe, er hat mich eingemauert. Warum? Ich stand immer Alkohol und Ibuprofen verdrechtig stehen, aber da hinten die rosa, blauen Zebras erzählen das nicht. Na, das ist ziemlich schlecht. Boah. Oh, sag mal, Jungs, wo ist der eigentlich das Schneewittchen? Schneewittchen? Also, ich will den, ist doch weg. Ich keine Ahnung. Also, was tut da im Film das? Ich weiß gar nicht, wo wir gestern überhaupt waren. Hergehen, das geht einfach so nicht. Geht los und sucht das Mädel.